Wir schauen uns heute mal wieder die dümmsten Designs der ganzen Welt an. Es gibt anscheinend unendlich viele davon, deswegen schauen wir uns die wieder an. Und Fun Fact, das ist die 20. Folge von Crappy Design. Expectation versus Realität. Wieso machst du das auf die Verpackung? Hey, schaut mal, kauf hier jetzt dein Auge. Aber in Wirklichkeit ist es nur das Augapfel. Nashville mit einer Gitarre oder Nashili. Wenn es nur irgendein Buchstaben da geben würde, der aussehen würde wie eine Gitarre. Schade, dass da kein I drin vorkommt. Die Ampeln sind voll mit Schnee. Dadurch, dass sie unten das nicht aufgeschnitten haben. Ich dachte mal, das wird aus zwei Gründen unten aufgeschnitten. A, dass man das auch sieht von unten. Und B, dass da kein Schnee drin liegt. Viel Spaß beim Raten, was ihr gerade habt. Ich bin Spider-Rex. Ich habe so das Gefühl, denen ist Copyright echt egal. Spider-Man ist ja für jeden da. Ich weiß wirklich nicht, was da steht. Falls das irgendjemand entziffern kann, lasst es mich gerne wissen. By yourself. Warte, verlass dich selbst, würde ich mir holen. Dann wird jeder auf mich starren, weil keiner wüsste, was da steht. Wenn Amazon Werbung macht, verpasse jetzt nicht das ultimative Audiobook hier. Und dann so ein AI-generiertes Bild. Ganz viele Leute werden bald keine Jobs mehr haben. Weil warum würden Firmen Zeichner, Künstler oder sonstiges anstellen, wenn sie das durch eine AI innerhalb von 5 bis 10 Minuten fertig machen könnten? Warum die ein Stockbild kaufen für irgendwie 20 Euro, wenn es eine AI innerhalb von einer Minute auch herstellen kann? Worauf schaue ich hier? Ein Stück Kacke? Ein Himmelskissen. Oh. Ach, das ist der Hut aus Harry Potter. Der Sortierhut. Schön, dass man den so gut erkennt. Anfrage abbrechen? Bist du sicher, dass du die Anfrage abbrechen willst? Okay, abbrechen. Was muss ich jetzt drücken? Irgendwie würde ich auf Cancel drücken, also abbrechen drücken, weil mir das komisch vorkommt, wie die das schreiben. Abis, geh aber nicht rein. Warte, ist es verboten, in dein Restaurant zu gehen? Was hat das Restaurant gemacht? Interessante Rutsche. Ich glaube, wir sehen alle das Gleiche. Da lasse ich Kinder gerne drauf spielen. Die ganzen Stufen, bis auf die letzten zwei oben, sind normal hoch. Und dann die zwei obersten einfach doppelt so hoch. Da werden so viele Leute drüber gefallen sein, weil man sich erstaunlich schnell an die gleiche Höhe immer gewöhnt. Geh da mal nachts rein. Stell dir vor, du bist müde, 3 Uhr morgens. Gehst einen Schritt zu weit, dann liegst du in der Badewanne bis zum nächsten Morgen. Hier ist ein Beweis, dass es immer schon schlechte Designs gab. Ich verstehe das ja noch irgendwie, weil das schaut natürlich irgendwie cool aus, aber du würdest so oft darüber fallen, ich würde über jede zweite Treppe fallen. Daddy's Baby Bug. Ich glaube, ein Baby Bug ist einfach nur ein Baby Reh. Und das ist auf ein Baby-Ding gedruckt? Das hört sich an, als ob das ins Schlafzimmer gehört. Das ist schon ein bisschen älter. Apple hat eine Karte anscheinend mal rausgebracht. Und dann sagt Apple, wenn ihr die sauber macht, macht es mit Mikrofaserntuch. Und lasst es ja nicht an Leder oder Denim rankommen. Und wenn ich mich nicht irre, ist Denim das, woraus Jeans besteht. Also darfst du diese Karte von Apple nicht an dein Portemonnaie oder in dein Portemonnaie lassen und nicht an Jeans. Also kannst du die nirgendwo reintun. Good man, Balenciaga. Distressed Denim Pants Top. Du hast also eine kaputte Jeans als Jacke? Also Balenciaga ist auch einfach nur die größte Trollmarke, oder? Das ist eine Herzwurm-Inzidenzkarte. Und dann kommt so die Legende. Die Sortierung der Legende ist super genial. Ich glaube, die haben noch nie eine Legende geschrieben oder die sind einfach nur dumm. YouTube-Thumbnail, ja! Ganz ehrlich, das schaut aus wie diese typischen gammeligen GTA-YouTuber, die einfach nur auf Klicks gehen. Hauptsache so schön grell und rausstechend wie möglich, damit ja die kleinen Kinder irgendwie gut draufkommen mit dem Auge. Und dann sieht man die in Deutschland und dann sind das 80% geklaute Thumbnails aus irgendwie in Amerika. Überschreite keine 20 Kinder! Ich glaube, das meinen die zwar nicht so, aber es ist trotzdem ein guter Ratschlag. Noch mehr Treppen für deinen Tod. Okay, wie ist das Passwort? Ha, ich will da rein. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen, warte.
Ich nehme den Henkel hier. Da fühle ich mich sicher. Da fühle ich mich sogar doppelt sicher. Du kannst außen rumgehen. Wofür wurde das überhaupt gebaut? Uah, wir sind große Tiger und ich bin Löwe. Uah. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich find's aber trotzdem cool. Hier ein Brunnen, wenn du Durst hast. Oh. Ist euch aufgefallen, es gibt ja verdammt viele, wo das passiert. Das installieren Leute und die testen das normalerweise, um dann den Druck richtig einzustellen. Also haben die Leute, die das da aufgebaut haben, das mit Absicht gemacht oder die hatten gar keinen Bock auf ihren Job und haben das schnell gemacht und der Rest war ihnen egal. Ein Lichtschalter. Den man halten muss. Ist immer gut für diese Schattenfiguren, dann kommen sie irgendwann an dich. Aber wie wurde sowas auch nicht gesehen? Wir haben ein Herd und einen Kühlschrank. Der Kühlschrank hat den Herd angemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Feuer und so weiter es in diesem Apartment gab, wegen dem Design. Nur in Amerika. Du hast Hunger? Hier, ich will meine 2 Brötchen und eine AK. Why? Was ist das für eine Kombination? Donuts, Brötchen, alles Mögliche und dann das. Bitte füttere nicht die Möwen. Sicher, dass es eine Möwe ist, Links? Hast du schon mal eine Möwe gesehen in deinem Leben? Forst! Also das oberste Wort, ich hoffe, das ist Forst. Oder vor. Oder vielleicht vor? Vor? Seastm? Premium. Carved Edge. Den Rest kann ich nicht lesen. Also irgendwas fürs Glas? Musst du da irgendwie mit einem bestimmten Licht hin, dass du es lesen kannst? Rollstuhlfahrer, bitte hier lang. Die müssen also eine scharfe Kurve einmal springen und dann ganz eng oben vorbei. Mich freut das immer wieder zu sehen, wenn auch auf die Rollstuhlfahrer Acht gegeben wird. Da sieht man, wie viel sich Leute darum kümmern. Der einzige Skatepark, der ausschaut wie ein... Mich erinnert der so ein bisschen an das männliche Geschlechtsteil. Und dann unten, warum ist die Halfpipe einfach weg, wo nur Rasen dann nebenbei ist? Ist das nicht voll gammelig für Skateboard? Was haben wir hier? Okay, welche Suppe willst du? Combo A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, ich verstehe, wie die es wollen. Man folgt einfach immer den Pfeil. Dann sagt doch einfach, okay, hey, ihr könnt euch 3 Sachen aussuchen und dann schreibt sie da hin und du kannst es ankreuzen. Die Jordan-Handyhülle. Aber was ist falsch rum? Die Handyhülle oder der Jordan-Aufkleber? Weil unten seht ihr das für die Kamera, also muss man die umdrehen. Also ist die Figur falsch herum. Und warum habt ihr das Design nicht so gebaut, dass ihr mit dem Kameraloch einfach mitspielt und den als Basketballkorb nimmt? Wenn ihr deine Zahnbürste in die Toilette rutscht, nicht fällt. Das Design vom Ding her finde ich ganz cool, aber warum wurde das so gemacht? Recycelst du wenigstens auch das Wasser vom Waschbecken nach unten in die Toilette? Aber viel Spaß, da einen Ersatz zu bekommen, wenn deine Toilette kaputt geht. Die Gebrauchsanweisung. Okay, zerreiße und einfüllen den Tab für die Spülmaschine. Und dann unten, benutze es nur mit trockenen Händen, du musst es nicht auspacken. Warte, was ist es jetzt? Muss ich es auspacken oder nicht? Wonach würdet ihr gehen? Eher nach den Bädern oder nach dem Text? Pommelhof, oh mein Gott. Ich wollte immer schon mit deinem Auge rumspielen. Rechts sind die beiden Augen. Ich weiß nicht, ich dachte vielleicht eher der Stick vielleicht zum zweiten Auge. Aber so ist das ja mal mega creepy. Wenn du es benutzt, Gefahr beim Platzieren und Sturzgefahr. Wenn du es nicht benutzt, Gefahr beim Platzieren und Sturzgefahr. Worum geht's hier überhaupt? Um welchen Controller? Ich sehe links 2 Controller. Unter dem Schreibtisch und in der Hand. Welchen meinen sie davon? 4, Xit. Warum wurde das E so klein gemacht? Habt ihr Angst, dass es jemand als Ausgang benutzt, falls es brennt und die Leute nicht mehr bei euch shoppen gehen? Oder war es zu teuer, die E's groß zu machen? Es ist montags geschlossen. Außer montags. Oder die meinen das halt so, links den Teil für offen, außer geschlossen montags. Und dann die Zeit nochmal extra von 12 bis 10, außer montags. Haspe oder Spape? Rechts steht Future, also Zukunft. Aber ich weiß nicht, was links steht.
Es ist doof, unsere Pläne zu verfolgen, meinen sie wahrscheinlich. Ich glaube, die meinen, being our plans sucks. Oder die haben es mit Absicht so gemacht, damit die Leute darüber nachdenken. Dann wäre es aber kein crappy Design mehr. Taco Cat ist kein Taco, nur rückwärts buchstabiert. Also wenn du Tacos so sehr liebst, dass du Katzen drin siehst, habe ich nicht mal was dagegen. War deine Oma zu Besuch oder warum wurden deine Toiletten eingestrickt? Oder war denen einfach nur kalt? Oder hattest du Angst, die zu berühren, weil du denkst, ah, da ist ja so viel Ekliges und so viel Keime. Also hast du die eingestrickt, damit du nicht mehr die Toiletten direkt berühren musst. Die einzige Hose, die einem Dino-Fan gerecht wird. Ja. Meine Haltestelle kommt, warte, drück den Knopf. Alarm! Der Alarmknopf wurde so oft 100%ig aus Versehen gedrückt, weil man nicht immer hinschaut. Folge dem Labyrinth. Okay, aber was ist mit der Giraffe? Die hat 5 Beine. 4 Stück unten und eine zum Wasser trinken. Heißt das dann, die ist 25% schneller, wenn sie rennt? Siehst du, du da drüben? Ich finde sowas immer schön. Das eine Design auf der ganzen Welt, das vielleicht nicht in der Toilette sein sollte. Das schaut aus, als ob jemand nicht die Toilette getroffen hat, sondern das lieber in die Hand genommen hat und ich dachte, schau mal, ich kann das in die Wand schmieren, ich male. Ein Hochzeitsfoto, das wie kein anderes ist. Vielleicht kann man das irgendwie anders noch sehen. Aber das unten ist einfach echt so. Ich kann das einfach nicht normal sehen. Man sieht halt diese Silhouette, wo die normal sind, aber was ist mit dem Rest? Hier, willst du die Straße überqueren? Gut, dann kannst du ja auf dem Rasen weitergehen. Mann, das schaut so fußgängerfreundlich aus. Brutale Architektur. So brutal, dass du sie nicht mal mehr lesen kannst. Da gehen Wörter einfach links und rechts rein. Das sind Kinostufen. Im Kino, wo man so schon kaum was sieht. Und dann musst du solche Treppen runter? Wie viele Beschwerden hattet ihr, dass sich irgendwer einen Arm oder so gebrochen hatte? Mama, darf ich mit der Rutsche rutschen? Ja. Ich hoffe so sehr, dass es gefotoshoppt ist. Weil wie soll man da bitte rausfallen, damit man nicht einfach nur auf die Schnauze fällt? Hä? Pokémon, die Zahnbürstenhalter. Das schaut ganz normal bei Relaxo aus. POV, du kannst etwas so gut, aber das, was du kannst, ist so nutzlos, dass du es eigentlich nicht weitermachen solltest. Also ich finde den mega cool, aber ich würde den niemals kaufen oder bei mir stehen haben wollen. Das war's mit Crappy Design. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da.